Also es ist wirklich von Anfang an wie einmal ein Stück weit parallel gelaufen. Ich war im Pfarramt, habe dort pfarramtliche Tätigkeiten ausgeübt und bin hier hingekommen und habe Zen geübt. Und habe einfach gemerkt, durch den Raum, wo man die Stille aufgetan hat, zuallererst habe ich gemerkt, in der Auseinandersetzung mit den christlichen Texten, und zwar bei der Vorbereitung auf die Predigt. Ich habe gemerkt, es ist völlig ein anderes Vorbereiten worden. Nicht mehr so sehr über das Studium von Kommentaren. Das theologische Rüstzeug vom Studium her ist nicht überflüssig gewesen. Das hatte ich wie parat. Aber was mir gefehlt hat, ist der Boden der Stille. Und dann bin ich viel mehr einfach mit diesen Texten in die Stille gegangen. Und konnte vertrauen, dass aus dem heraus auch Impulse oder Ideen, Gedanken kommen. Von dem her war es von Anfang an bei mir sehr, sehr nah verbunden gewesen. Aber ich habe auch das sehr geschätzt, dass, wenn ich da war, wirklich auch den Zen und den buddhistischen Teil leben konnte mit diesen Ritualen, die für mich als Reformierte eigentlich auch eine Sehnsucht da war, das Rituelle mehr zu leben. Darum habe ich durch die DC, durch die orthodoxe Kirche, eine grosse Liebe zur Liturgie bekommen. Und das ist dann manchmal im Pfarramt schwierig geworden, weil ich einfach dort nicht so frei konnte, das feiern, wie ich es hier im Haus konnte. Aber die Möglichkeit ist immer grösser geworden, weil mir der Niklaus Brandt schon einfach die Tür aufgemacht hat, dass ich hier im Haus Gottesdienst feiern kann. Und dann ist das ja auch so ein fließender Übergang. Den Tag über sind wir gesessen, im Zen, ohne Wort, ohne Gedanken. Und dann ist der Gottesdienst gekommen. Und manchmal ist mir so vorgekommen, jetzt kommt wie der knochige Weg vom Zen, der karge Weg, kommt so ein bisschen wie Fleisch und Knochen. Allein schon durch das Feiern von der Eucharistie. Brot, Wein, ganz sinnliche Gaben, können über das Wort nachdenken, können singen. So ist wirklich für mich eine ganz tiefe Ergänzung geworden. Und es hat eine Zeit gegeben, wo mir dann durch die Stille plötzlich das Gebet eine riesige Frage geworden ist. Zu wem bete ich? Was soll das überhaupt beten? Und wo ich sehr froh war, wo der Niklaus mir von seinem eigenen Prozess erzählt hat und dann auch mit seinen Zweifeln zum Lassalle gegangen ist und der Lassalle ihm gesagt hat, mach nichts, bete einfach weiter, das kommt dann schon. Und von diesem her auch vom Frère Roger immer wieder zu hören, manchmal bringen wir nur unseren Leib zum Gebet und haben kein Wort und das langt. Das ist so, wie sich das bei mir von Anfang an eigentlich verbunden hat. Ich musste nicht gross ringen drum oder mich fragen, ja, wie bringe ich es jetzt zusammen? Ich bin beide Wege wie gegangen und habe gemerkt, es ist wie es geht mit zwei Beinen. Ich bin nicht gehüpft auf einem, nur immer das eine gemacht. Sondern gemerkt, es macht Sinn und ich brauche auch immer wieder christliche Texte, christliche Gottesdienste. Und dann wieder in die Stille gehen. So. Das ist das eine Bild. Und das andere, wo mir durch meine portugiesische Frau wichtig geworden ist, manchmal beschreibe ich es auch als das Reden von zwei Sprachen. Und wenn ich in Portugal bin, macht es wenig Sinn, wenn ich Schweizerdeutsch rede mit den Leuten. Und wenn ich da bin, erwarte ich nicht von den Leuten, dass sie portugiesisch mit mir reden. Aber ich merke, wenn ich Schweizerdeutsch oder Deutsch rede, dann kommt eine andere Qualität, eine andere Atmosphäre auf. Auch wenn ich es gleich sage, als wenn ich es auf Portugiesisch sage. Und dann habe ich gemerkt, das macht eben Sinn, wenn ich Zen mache, wirklich Zen zu machen. Und wenn ich christlichen Gottesdienst mache, die christliche Sprache vor allem zu brauchen. Natürlich hin und wieder wie ein Bild aus der anderen Tradition zu nehmen. Oder etwas im Sinn aus christlicher Perspektive zur Sprache zu bringen. Aber wirklich die beiden Sprachen zu pflegen und nicht zu versuchen, eine Einheitssprache irgendwie zu entwickeln. Das ist ein Bild und manchmal ist es auch so wie verschiedene Räume in der gleichen Wohnung.
Und in jeder Wohnung hat es Räume, wo man lieber ist. Oder wenn ich etwas Bestimmtes mache, wenn ich heute ein Fußballmatch schaue, dann gehe ich nicht in die Küche, sondern dann gehe ich dort hin, wo der Fernseher ist. Wenn ich etwas essen will, gehe ich in die Küche. So, dass es Sinn macht, auch die verschiedenen Räume zu besuchen und die Türen vielleicht immer offener zu halten dazwischen. Und so die Räume auch mehr im Bewusstsein zu haben.